Darul Arqam, das Haus von Al-Arqam. Dies war der Ort, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Muslimen den Koran lehrte und sie mit ihm erzog. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam bemühte sich sehr, um den Koran zur einzigen Quelle des Wissens für seine Gefährten zu machen. Sie waren wie Gefäße, deren Wasser nicht mehr sauber und rein ist, sondern eine dunkle Farbe annimmt. Dieses Wasser gleicht den Menschen, bevor das Licht des Islam zu ihnen kam. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sorgte dafür, dass diese Gefäße geleert und mit sauberer und guter Flüssigkeit gefüllt wurden. Dies war die Erziehung und Reinigung durch die klaren Ideen des Koran. Die Verse des Koran wurden dem Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart und die Sahaba hörten sie direkt. Die Verse wurden sofort in ihre Herzen gegossen und drangen so in die inneren Winkel ihrer Seelen ein. Ihre Herzen bauten eine starke Bindung zum Koran auf, sodass jeder von ihnen in Bezug auf seine Werte, Emotionen, Ziele, sein Benehmen und seine allgemeine Lebenseinstellung zu einem neuen Menschen wurde. Diese Generation, die Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wurde zur besten, die es jemals gegeben hat, und wir werden keine vergleichbare mehr sehen. Dennoch sind sie Vorbilder für uns. Und wir sollten uns die Frage stellen, wie wir es schaffen, so wie sie zu werden. Denn auch wenn es keine gesamte Generation geben wird, die ihnen gleicht, so ist es nicht unmöglich, dass vereinzelte Menschen ihr Niveau erreichen. Es gibt mehrere Gründe, die dazu geführt haben, dass sie mit dem Islam verschmolzen sind. Aber es gibt einen entscheidenden Punkt, mit dem alles anfängt. Als wenn jeder Vers zu uns persönlich herabgesandt wurde, müssen wir uns die Frage stellen, was möchte mein Rabb von mir? Wir sollten nicht vergessen, dass der Koran offenbart wurde, um uns die Richtung zu zeigen und ein Licht in dieser Welt zu sein. Wir müssen jeden Vers mit dem Bewusstsein lesen, dass wir damit angesprochen werden, andernfalls werden wir uns durch ihn nicht verändern. Von Ba'as bin Hakim wird berichtet, dass er sagte, Zurara bin Abi Aufa radiallahu anhu betete für uns in der Moschee Banu Qusayr vor. Er las die Sura al-Mudathir, als er die Stelle und wenn schließlich ins Horn gestoßen wird, erreichte, fiel er tot zu Boden. In einem Teil einer Überlieferung erwähnt Ibn Abbas radiallahu anhu, als Allah seinen Propheten folgende Aya offenbarte, ihr Gläubigen, schützt euch selbst und eure Familien vor einem Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Trug sie der Gesandte Allahs eines Tages seinen Gefährten vor, daraufhin fiel ein Junge ohnmächtig zu Boden. Dies sind nur zwei der vielen Beispiele davon, welchen Einfluss der Koran auf die Sahaba hatte. Sie verstanden, dass Jahannam eine Realität ist, die jeden treffen kann. Und entsprechende Furcht machte sich in ihren Herzen breit, wenn sie jene Verse rezitierten und hörten. In jedem Vers suchten sie nach Rechtleitung von ihrem Rabb und gewiss steckt in jedem Vers Rechtleitung. Ein Mensch, der mit dem Bewusstsein lebt, dass der Koran ihn anspricht, wird erfahren, dass seine Verse das ganze Leben umfassen und dass der gesamte Islam Zufriedenheit im diesseitigen Leben bringt und vor allem Erfolg im Jenseits.